nur zu. Halt mal. Mann, ist das gruselig. Was denn? Die gute Grimm steckt dir Kabel in den Kopf, Mann. Ich muss nur seine subdermale Verschlüsselungsstruktur mit der von Fort Meade angleichen. Nicht anmachen. Ich weiß, ist für nach der Landung. Beeil dich, lieber Grimm, noch 15 bis zur Landung in Georgien. Bin schon fertig. Lambert? Hey, Irving, hörst du mich? Sag ihr, ich höre sie. Er hört dich. Gut, bist du bereit für den Job? Würde mich besser fühlen, wenn ich wüsste, was los ist. Du weißt wirklich genug. Die CIA hat einen Maulwurf namens Alice Madison im Kabinett des georgischen Präsidenten Kombay Nikolaze verloren. Der Agent William Blaustein, der nach ihr suchen sollte, wird auch vermisst. Arbeiten wir mit den Jungs von der CIA zusammen? Blaustein verfügt über die gleichen Implantate wie du. Das sollte dir genügen, ihn zu finden. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Du weißt alles, was du wissen musst. Du bist da draußen nicht allein, Fischer. Über mich bist du mit einem Dutzend der besten NSA-Leute verbunden. Die politischen Verhältnisse in Georgien sind zu verworren, um sie kurz zu beschreiben. Das war eine schöne kleine Ansprache, Lambert. Tja, du hast gefragt. Das ist die Jungfernreise des Third Echelon. Die muss wirklich wie geschmiert ablaufen. Du landest gleich in Georgien. Bereit machen. Fischer, die Sonne ist untergegangen. Zeit, um an die Arbeit zu gehen. Die Suche nach Agent Blaustein hat höchste Priorität. Eine NSA-Kontaktperson wird dir helfen. Schon unterwegs. Halte dich von den Straßen fern. In der Stadt wimmelt es von Ordnungshütern und wir haben keinerlei Rückendeckung aus Washington. Details auf deinem Offset. Springen, frag nicht erst wie hoch, sondern mach es. Dann ist alles kein Problem. Geh nach links. Mann, das war knapp. Geh oben nach links und durch den Raum. Auf der anderen Seite findest du eine Treppe. Geh über die Treppe und hoch. Hoffen wir, dass er noch am Leben ist. Gurgenice? Ja. NSA, wir holen dich heraus. Nein. Ich bin so gut wie tot. Sie suchen nach Blaustein und Madison. Ja. Madison hatte es in Nikolazes Kabinett weit gebracht. Sie waren etwas groß. Blaustein muss davon gewusst haben. Wie kann ich ihn finden? Blausteins Blackbox. Der Sendeknoten seiner Implantate. Sie ist in seinem Haus. Östlich des Moribi-Platzes versteckt. Lambert, können wir ihn hier rausholen? Nein, lassen Sie nur. Was immer Madison gefunden hat, ist was Großes. Sie sagte, Beweis würde Krieg bedeuten. Ich glaube, Nikolaze. Oh. Gurgenice ist abgereist. Lass ihn bei den Flammen. Das erspart uns später unnötig Fragen. Das war knapp. Lebst du noch? Glaube schon. Gut. Blausteins Blackbox ist dein nächstes Missionsziel. Wenn er sich an die Regeln gehalten hat, ist sie hinter einem Bücherregal oder einem Wandpanel. Gib mir Gringo. Weil so mein Befehl lautet. Ich spreche mit Vyacheslav Gringo oder niemanden. Arschloch. Gringo, hallo. Hier ist Ketevan. Wir haben die Räume des Amerikaners durchsucht. Da ist nichts mehr. Wir haben 5 Wanzen, 2 Kameras und unidentifizierbare Elektronik gefunden und zum Ministerium geschickt. Natürlich. Danke, Tavarisch. Hast du unter das Bett geguckt? Ja. Gesagt, wir sollen alles durchsuchen. Wir haben überall nachgesehen. Ist sauber hier. Hüte dich vor Gringo.
Mist. Was ist los? Blausteins Herz hat vor 43 Stunden aufgehört zu schlagen. Und die CIA hat das nicht gewusst? Doch. Schön, dass sie es uns gesagt haben. Sein Implantat hat sich 6 Stunden nach seinem Tod deaktiviert. Die letzten Daten kamen von einer Polizeidienststelle. Details im Opset. Fischer, ich widerrufe meinen Befehl bezüglich der Straßen. Wir haben den Funkverkehr der Polizei von Tbilisi abgehört. Die Jungs sind Gauner, aber wenigstens wollen sie keinen Ärger bekommen. Es steht dir ab jetzt frei, jede Straße zu benutzen. Tu, was du tun musst, um die Vermissten zu finden. Was soll denn das? Gefängniszellen sind heute nicht gerade billig. Die Mieten kosten heute fast ein Vermögen. Leichentische sind billig. Ja, wir könnten dich günstig auf einem Leichentisch unterbringen. Ich habe nichts gemacht. Bitte. Nichts? Was ist mit dem Angriff auf einen Polizisten, üble Nachrede und dem übermäßigen Alkoholkonsum? Du hast gesagt, wir seien kriminell. Dann sperrt mich ein. Ich bin müde. Hast du nicht zugehört? Gefängnismieten sind gestiegen. Heute sterben ist kostenlos. Wenn du nur schlafen willst, kostet es 100 Lari. Bitte, ich... Hallo, was war denn da? Da? Was zum Henker? Das ist ja merkwürdig. Wie konnte das geschehen? Wer ist da? Was war denn das? Wer ist da? Wie ist das denn passiert?
Eine Bewegung und du bist erledigt. Ich will Informationen. Okay. Ich suche zwei Amerikaner, vermutlich tot. Greco tötet mich. Wo sind sie? Im Leichenschauhaus. Tod, ich habe dabei geholfen, die Chips aus ihren Körpern zu entfernen. Die Implantate? Ja, bitte nicht wehtun. Mehr weiß ich nicht. Ich schwör's, das ist alles, was ich weiß. Habe die Agenten Blaustein und Madison. Ruhe den Frieden. Jemand hat die Implantate herausgeschnitten. Was machen wir jetzt? Wenn möglich, den Implantaten folgen. Hier ist eine Sicherheitskamera. Gute Idee. Wir verfolgen die Implantate über die Aufzeichnungen der Kameras. Der Überwachungsraum ist im obersten Geschoss. Ich will Ihren Vorgesetzten sprechen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Holen Sie den Vorgesetzten. Der ist nicht da. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mich... Ist da jemand? Gute Arbeit, Fischer. Wir scannen jetzt die Videobänder. Das ist unser Mann. Haben ihn auf frischer Tat erwischt. Kannst du sein Gesicht durch Echelon jagen? Schon geschehen. Hey, seht mal, ein Nummernschild. 84 KP 214. Fantastisch, Fischer. Wir haben, was wir wollten. Treff dich mit Wikes, deine Arbeit ist getan. Wir melden uns später bei dir, wenn das Material gesichtet ist.